Die meisten Resonanzfälle haben bereits ein Loch. Dadurch kann man die Bassdrum auch im Inneren mikrofonieren. Bei der Bassdrum haben wir uns für ein AKG D112 entschieden. Ein dynamisches Mikrofon, das sowohl von der Bauart als auch vom Frequenzgang her speziell auf den Einsatz in der Bassdrum ausgerichtet ist. Bei der Bassdrum spielt der Abstand, den das Mikrofon zum Schlagfell hat, eine entscheidende Rolle für den Sound. Hier direkt am Schlagfell ist der Sound also sehr attackreich. Entferne ich mich mit dem Mikro vom Schlagfell, wird der Sound bauchiger und voluminöser. Ihr müsst einfach mal rumprobieren, wo ihr das Mikro am besten im Kesselinneren positioniert, um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten. Ein weiterer wichtiger Faktor neben dem Abstand zum Schlagfell ist die Positionierung des Mikrofons zum Schlegel der Fußmaschine. Richtet ihr das Mikro direkt auf den Schlegel, bekommt ihr einen ziemlich höhenreichen Attack. Geht ihr weiter in Richtung Kesselrand, wird der Attack wärmer. Wenn ihr einen differenzierteren Bassdrum-Sound haben wollt, dann solltet ihr mit zwei Mikrofonen arbeiten.